Das erste, wer. Wer bedeutet auf Englisch who? Wer fragt nach Personen? Beispiel. Wer hat das Lineal? Wer hat das Lineal? Der Schüler. Der Schüler bedeutet auf Englisch the student. Der Schüler ist ein Person. So, wir benutzen wer, who. Nummer 2. Was. Was bedeutet auf Englisch what? Was fragt nach Sachen und Tiere. Beispiel. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Buch. Ein Buch ist hier eine Sache. So, wir benutzen was. Nummer 3. Wie. Wie bedeutet auf Englisch how? Wie fragt nach Adjektive und Farben. Beispiel. Wie ist der Hund? Wie ist der Hund? Er ist klein. Klein bedeutet auf Englisch small. Klein ist ein Adjektiv. So, wir benutzen wie. How. Beispiel Nummer 2. Wie ist die Jacke? Wie ist die Jacke? Sie ist braun. Braun hier ist eine Farbe. So, wir benutzen wie. How. Noch einmal. Wie fragt nach Adjektive und Farben. Adjektive wie klein, Farben wie braun. Nummer 4. Wie alt? Wie alt bedeutet how old? Beispiel. Wie alt ist Tomer? Wie alt ist Tomer? Er ist 10 Jahre alt. He is 10 years old. Ja, wir benutzen wie alt. How old? Nummer 5. Wie viele? Wie viele bedeutet how many? Beispiel. Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du? 3 Geschwister. Es gibt hier eine Zahl. So, wir benutzen wie viele. How many? Nummer 6. Wo? Wo bedeutet where? Beispiel. Wo wohnst du? Wo wohnst du? In Kairo. Das ist ein Ort. So, wir benutzen wo. Where. Nummer 7. Woher? Woher bedeutet from where? Beispiel. Woher kommt Peter? Woher kommt Peter? Aus Deutschland. Aus bedeutet hier from. So, wir benutzen woher. From where. Nummer 8. Wohin? Wohin bedeutet to where? Beispiel. Wohin gehst du? Gehen bedeutet go. Wohin gehst du? In den Club. Nummer 9. Warum? Warum bedeutet why? Beispiel. Warum kommst du heute nicht? Warum kommst du heute nicht? Heute bedeutet today. Die Antwort, denn ich bin krank. Denn ich bin krank. Denn bedeutet because, so wir benutzen warum, why. Nummer 10. Wann. Wann bedeutet when. Beispiel, wann kommt dein Onkel? Wann kommt dein Onkel? Heute Abend. Es gibt hier eine Zeit. So, wir benutzen wann, when. Nummer 11. Was kostet? Was kostet bedeutet how much. Beispiel, was kostet das Buch? Was kostet das Buch? 3 Euro. Es gibt hier Preis. Ja, wir benutzen was kostet. How much. Zusammenfassung. Wer bedeutet auf Englisch who. Was, what. Wie, how. Wie alt, how old. Wie viele, how many. Wo, where.
woher, from where, wohin, to where, warum, why, wann, when, was kostet, how much. Übung Nummer 1. Ist du in der Pause? Eine Birne. Eine Birne ist hier eine Sache. So, wir benutzen ja was? What? Was isst du in der Pause? Eine Birne. Nummer 2. Ist dein Zimmer? Zimmer bedeutet auf Englisch Room. Es ist groß und schön. Groß bedeutet auf Englisch big. Schön bedeutet auf Englisch beautiful. So, wir benutzen ja wie. Wie fragt nach Adjektive und Farben. Adjektive wie groß und schön. Nummer 3. Kommt deine Oma? Kommt deine Oma heute, today? Ja, es gibt hier eine Zeit. Ja, die Antwort ist wann? Nummer 4. Ist Tina? Sie ist hier. Hier ist ein Ort. Ja, wo, wo, where? Wo ist Tina? Sie ist hier. Nummer 5. Spielst du Fußball? Weil ich Fußball spielen mag. Weil deutet auf Englisch because. Ja, weil, wie, denn? Die Antwort ist warum. Why? Warum spielst du Fußball? Weil ich Fußball spielen mag. Nummer 6. Die Bluse 20 Euro. Es gibt hier Preis, ja? Was kostet? How much? Was kostet die Bluse? 20 Euro. Nummer 7. Geht deine Schwester? Die Antwort, sie geht ins Kino. Ja, wohin? Wohin geht? To where go? Wohin geht deine Schwester? Sie geht ins Kino. Kino bedeutet Cinema. Nummer 8. Kommt deine Tante aus Spanien? Aus, from. Ja, woher? Woher kommt deine Tante? Aus Spanien. Nummer 9. Ist der Hund 3 Monate? Ja, wie alt? How old? Wie alt ist der Hund? 3 Monate. Nummer 10. Spricht Englisch mein Bruder? Mein Bruder ist ein Person. Ja, wir benutzen wer, who, wer spricht Englisch? Mein Bruder.